Johannes Adamets vom Tirol Cycling Team. Du warst gestern der große Pechvogel auf der Etappe nach Osttirol. Bist schwer zu Sturz gekommen, hast da zwei Zähne ausgeschlagen. Wie hat die Banane heute geschmeckt beim Frühstück? Ja, zum Glück wurde der Nerv meiner Zähne nicht getroffen, sodass, sodass ich noch normal essen kann. Klar, besonders feste Nahrung geht jetzt noch nicht, aber eigentlich ist es kein Problem. Es behindert mich jetzt nicht wirklich. Dein Teamchef Thomas Pupp hat gestern gesagt, eine Aufgabe kam für dich überhaupt nicht in Frage. Du willst unbedingt auch die letzte Etappe noch bestreiten, die ja quasi ein Heimspiel für euer Team wird. Ja klar, ich denke der Sturz, ich hatte sehr viel Glück im Unglück und bis auf die zwei Zähne ist jetzt nicht wirklich was passiert. Deshalb ist es klar, dass wir hier oder dass ich hier zu Ende fahre, weil das einfach ein riesen Highlight ist für mich und für das ganze Team und ja. Was bedeutet wirklich dieser letzte Tag heute, wo ja quasi der Olympic Climb, der ja auch im Streckenplan steht, gefahren wird? Was bedeutet das für euer Team? Ja, für uns ist es natürlich sehr interessant, weil die Strecke ist ja 1:1 im Prinzip die WM-Strecke. Und viele in unserem Team haben die U23-Weltmeisterschaft als Saisonhöhepunkt und so können wir jetzt mal unter Rennbedingungen testen, wie die Strecke im Prinzip ist. Und das ist schon ein Riesenvorteil für uns. Und es werden viele Fans von eurem Team kommen heute, oder? Auf jeden Fall, ja. Da freuen wir uns schon besonders drauf.